Der Weihnachtsmann im Blutgleich. Ich hätte gesagt, das singt dann jemand anderes, die Rapper irgendwie so. Ja, das stimmt, da haben wir noch von unserem Synthesizer. Ist der Weihnachtsmann eigentlich evangelisch oder katholisch? Oh, das ist ein immer gut gekleidet und die roten Sachen an. Ich hab's jetzt zweistimmig gemacht, aber ich denke, vielleicht kann man es doch nochmal einstimmen. Ja, ist halt erst. Und der schwarz dann vor. Schaut du, oder? Ja. Du könntest da was so Weihnachtsmann-Kostüm anziehen oder so. Mhm. Ja, ja. Gute, gute Idee, gute Idee. Haben, schön weihnachtlich alles machen. Und ich denke, das wird auch was. Dann kann man auch wieder den Synthesizer wieder einspielen. Seht ihr, da haben unsere Schülerinnen, die Mädchen von uns, haben irgendwie gesungen, der Weihnachtsmann, immer gut gekleidet und die roten Sachen an. Und das haben wir hier einmal kürzer eingebaut und hier dann immer ein wenig länger eingebaut. Jungs, haben wir genommen, hier, die haben immer ho, 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 ho gesagt. Hier seht ihr, das hier ist markiert, das können wir hier unten zusammenschneiden. Aber hier noch, hier ist die Celesta zu sehen. Und die hat ja Mitschüler von uns gemacht. Abstand mal dann hier wieder kürzer oder wieder mal wieder länger. Und hier haben wir dann noch die Böckchen, also das. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Auf das Weihnachtsfest warten wir das ganze Jahr. Zum ja, da steht der große Weihnachtsbaum, da könnten wir dann uns da wenigstens so hinstellen. Und das wäre schon cool. Oder auch vor den Ständen dann. Das ja, und dann zu den Leuten, wenn sie schreiben, und was als hätten die da Flügel dran, ich seh nur weißen Schnee, als wäre der dicke Farbenblind, ich check mit meinem Schlitten die Schwind. Die Rentiere heben ab, als hätten die da Flügel dran. Ich seh nur weißen Schnee, als wär der dicke Farbenblind. Ich check mit meinem Schlitten geschwind durch den kalten Wind. Lande dann in Spanien, Spachtel Favoritus. Schau aus dem Fenster, ist die Welt nicht lieblos. Verteile ein paar Geschenke an liebe kleine Kids. Alles übertrieben ist für mich doch nur ein Witz. Ich kletter durch Kamine, keiner ist im Haus. Ich stell mich vor die Glotze, dreh die Anlage auf. Schnell noch was verteilen und weiter geht's. Ex noch ein paar Punschbeck, naja, heiter wird's.